Hallo ihr Lieben, wir hatten ja in der Vergangenheit schon das öfteren Mal von Konservierungsmaßnahmen berichtet und manchmal ist auch eine entsprechende Rostsanierung notwendig, wenn der Rost eben schon zu doll zugeschlagen hat. Und wir haben auch mal darauf hingewiesen, dass selbst bei Neufahrzeugen die Konservierung doch recht unzureichend ist. Wenn alles neu gemacht ist, sieht es natürlich immer toll aus. Stellt sich jetzt die Frage, wie sieht es eigentlich aus, so ein Jahr danach, wenn das Fahrzeug nicht nur ganz normal auf der Straße benutzt worden ist, sondern so wie in diesem Fall auch abseits der Straße, nämlich als Jäger im Wald und auf dem Feld unterwegs. Ich zeige Ihnen noch mal ein paar Fotos von damals, was wir dort gemacht haben, nämlich da waren die Schweller komplett durchgerostet, da musste geschweißt werden, Bleche eingesetzt werden und dann haben wir eine komplette Unterboden- und Hohlraumkonservierung gemacht. Und ein Jahr danach, nach schwerem Einsatz, sieht es dann so aus. So, schauen wir uns das mal an. Also die Konservierung war hier komplett gemacht, auch die Fahrwerksteile. Wir haben hier einen speziellen Unterbodenwachs benutzt, nämlich einen Bitumenwachs, der auch bei der Bundeswehr zum Einsatz kommt. Und schön zu sehen ist hier, wie selbst bei diesem harten Einsatz überall vollflächig die ganze Konservierung noch da ist und wirken kann. Auch an der Vorderachse hier. Schön alles prima. Ein paar kleine Stellen sind, die nachgebessert werden sollten. Aber bei diesem Einsatz ist das natürlich nicht verwunderlich. Ja, ich glaube, das Ganze hat sich doch gelohnt für den Kunden. Das Fahrzeug war jetzt auch zum TÜV und der TÜV-Prüfer war ganz begeistert, welchen tollen Pflegezustand das hat. Und insofern wurde die Plakette auch anstandslos erteilt. Technik war natürlich in Ordnung. Ja, das Thema ist ja immer wieder mit dem Rost. Niemand sagt etwas dazu. Und wenn ich mich da selber nicht drum kümmere, bekomme ich auch kaum Auskunft. Werkstätten gucken da in der Regel sehr selten hin und informieren mich rechtzeitig, dass ich da frühzeitig etwas machen kann. Und selbst der TÜV bemängelt Rostzustände am Fahrzeug erst dann, wenn es durchgerostet ist. Und auch da bekomme ich selten mal einen Hinweis darauf, dass ich da vielleicht vorsorglich etwas tun sollte.